Sie werden sich wundern, wer das erste serienreife Elektromobil auf die Straßen bringt. Es ist nicht Audi, es ist nicht BMW, es ist nicht Mercedes. Es ist Mitsubishi mit dem iMiEV, dem Mitsubishi Innovative Electric Vehicle. Mitsubishi und Elektroantrieb. Fünfmal haben die Japaner mit dem Evo die Rallye-WM gewonnen und 12-mal die Dakar. Und im Renntempo reichlich Sprit verblasen. Ausgerechnet Mitsubishi, die mit ihren Rallye-Kisten Evo 10 und Pajero, die sind mir ehrlich gesagt bis jetzt nicht als umweltfreundlich aufgefallen. Und die sind jetzt mit dem iMiEV ganz weit vorn. Vor Toyota, GM und all den Deutschen. Und ganz ehrlich, wenn ich an die bisher auf deutschen Straßen fahrenden Elektroautos denke, da wird mir schlecht. So langsam und so hässlich sind die. Die könnten wir in dieser Sendung gar nicht zeigen. In die würden sie mich nicht reinkriegen. In den hier schon. Von vorne erinnert er mich ein wenig an den Smart mit seinen ausgestellten Kotflügeln. Er ist auch klein, nur 3,45 Meter kurz, einen halben Meter kürzer als ein VW Polo, aber viel höher wie ein Van und auch mit dem entsprechenden Platzangebot. Sehr modern. So etwa wie ein Tamagotchi-Ei auf dem Weg ins Weltall. Und das ist die Konkurrenz, an der er sich messen lassen muss. Der Smart Electric Drive. Der Mini E. Der Renault Kangoo Bebop ZE, der Think aus Norwegen und der Tesla Roadster sind alles reine Stromer. Für rund 500 Euro Leasingrate im Monat kann man mit dem Smart Electric Drive in London oder Berlin mit dem Saft aus der Steckdose unterwegs sein. Dieses Flottenprojekt soll bis 2012 die Praxistauglichkeit des kleinen Stromers auf die Probe stellen. Ab dann steht ein Serienmodell auf Basis des neuen Smart beim Händler. Der Preis steht noch in den Sternen, die Leistungsdaten im Lastenheft. 41 PS Elektromotor, 120 Newtonmeter Drehmoment, von 0 auf 50 in 6,5 Sekunden. Die Natrium-Nickel-Batterie soll den smarten Piloten dann mindestens 100 Kilometer weit bringen. Selbst Hollywood fährt voll auf Strom ab. Seit Mitte des Jahres ist der Mini-E im Großraum LA, München und Berlin zu haben. Für 400 Euro im Monat. Wie gewohnt setzt Mini auf Dynamik. 204 PS und 152 km/h Spitze machen den Kleinen zum Blitz unter den Stromern. 5088 Lithium-Ionen-Akkus im Kofferraum versprechen bis zu 250 km Reichweite. Der Mini-E wiegt 300 Kilo mehr als seine Benzinbrüder und wird so nie in Serie gehen. Bis spätestens 2015 will die BMW Mini Group ein vollwertiges Elektrostadtauto auf den Markt bringen. Leider ist auch der Renault Kangoo Bebop ZE noch weit von der Serienreife entfernt. Zuerst soll die Transportversion Rapid auf die Straße kommen, und zwar 2011 in Frankreich. Der ZE hat 60 PS und macht Spitze 130. Die Kapazität seiner Lithium-Ionen-Akkus ist noch begrenzt, 100 Kilometer maximal. In Zukunft sollen aber 160 Kilometer drin sein. Renault hat gegen die kurze Reichweite eine Strategie entwickelt. Anstatt stundenlang auf die Aufladung zu warten, tauscht man den kompletten Akkublock einfach aus. Aus Norwegen kommt der Think City. Preis über 20.000 Euro, Spitze 100 km/h, Reichweite bis zu 200 km. Der Clou: bei Weiterentwicklung der Akkutechnik bessert der Hersteller kostenlos nach. Der Tesla Roadster ist die Rakete unter den Stromern. 248 PS von 0 auf 100 in 4 Sekunden, 200 km/h Spitze und fast 400 km Reichweite. Nicht schlecht. Einziger Wermutstropfen, 100.000 Euro Basispreis. Ein Sommertag in Deutschland, scheiß Wetter und es hat mich rein zufällig nach Flörsheim am Main verschlagen. So wie hier leben viele Deutsche mit 1,3 Kindern, 1,3 Autos, 13.000 Kilometer im Jahr. Sie sitzen meistens allein im Fahrzeug. Insgesamt legen sie im Jahr 13.000 Kilometer mit ihrem Auto zurück. Alles nur Durchschnittswerte. Das wäre ja schön, wenn man das alles mit einem Elektroauto machen könnte. Und der Mitsubishi iMiEV hat alle Zutaten dafür. Mit 3,45 Meter ist er 30 cm kleiner als ein VW Fox, hat aber trotzdem Platz für 4 Personen. Sein 64 PS Synchronmotor leistet 180 Newtonmeter Drehmoment, die Spitze liegt bei 130 km/h, Reichweite laut Mitsubishi 144 km. Bis 2011 sollen weltweit 10.000 Stück verkauft werden. Ab Ende 2010 auch bei uns. Der Preis leider noch unbekannt. In Japan kostet der iMiEV stolze 34.000 Euro. Jetzt spiele ich also mal Daniel Durchschnitt und fahre mit dem iMiEV in die City. Oh.
bin drin. Ich bin zwar nur 1,85 Meter, aber es ist ein japanisches Auto. Japaner sind ein wenig kleiner und unter dem Boden sind die Batterien, deshalb sind die Beine etwas höher. Der iMiV ist auf Basis des iCar aufgebaut, einem kleinen Stadtflitzer, den es nur in Japan zu kaufen gibt. Tank- und Benzinmotor mussten für die Batterien, den Elektromotor und das Planetengetriebe weichen. Da die ganze Technik im Boden und im Heck verbaut ist, haben die Ingenieure viel Platz in der Länge gewonnen. Die Insassen sitzen weit vorne, die gesamte Antriebseinheit samt Differential dahinter. Wir fahren einfach mal los und das funktioniert so. Fuß auf die Bremse, Schlüssel umdrehen. Es summt, es piepst. Ich höre nichts. Kein Motorengeräusch. Automatik auf D und Abfahrt. Ist ein bisschen wie bei einer S-Bahn. Aber es ist ganz leise. Kein Dröhnen, kein Brummen. Kein Auspuffgeräusch. Es gibt überhaupt keinen Auspuff in diesem Auto. Es gibt ein Gaspedal, eine Bremse, einen Automatikwählhebel. Ist recht karg, aber auch recht übersichtlich, muss ich sagen. Nur Radio, Klimaanlage, alles griffgünstig positioniert. Ein Blinkerhebel, ein Lichthebel. Also damit kommt wirklich jeder klar, der die Fahrschule geschafft hat. Dafür, dass wir hier in einem absoluten Hightech-Auto unterwegs sind, gibt es hier überhaupt keine Verwirrung. Und noch was fällt mir sofort positiv auf. Hier stimmt die Übersicht. Wie oft haben wir in letzter Zeit die mangelnde Übersicht auch an Kleinwagen kritisiert? Sowohl nach vorne durch die kleinen Dreiecksfenster in der A-Säule, als auch nach hinten durch das große Heckfenster haben wir hier immer alles im Blick, auch beim Einparken. Interessant auch, es gibt keinen Drehzahlmesser, sondern nur eine Poweranzeige. Die zeigt mir, wie viel Batteriekapazität ich abrufe. Und der blaue Bereich zeigt mir an, wenn sich die Batterien wieder aufladen, zum Beispiel im Schiebebetrieb oder beim Bremsen. Beim Elektroauto treibt die Energie aus dem Akku den Motor an. Bei der Bremsenergierückgewinnung, der Rekuperierung, arbeitet der Elektromotor umgekehrt, also wie ein Generator. Die gewonnene Energie wird in den Akku gespeist und lädt ihn wieder auf. Auch einparken ist mit dem iMiV kinderleicht. Erstens sitzt man hoch wie in einem SUV. Zweitens ist die Lenkung ganz leichtgängig. Abgesehen von der Tatsache, dass ich hier rechts sitze. Ich glaube, mit dem iMiV kann man sich sogar die Park Distance Control sparen. Der Mitsubishi iMiV ist eine typisch japanische Lösung für die verstopften Innenstädte. Er ist kurz, er ist schmal, er ist hoch, mit den Rädern weit in der Ecke, mit einem langen Radstand, um Platz für 4 Personen zu schaffen und immerhin noch einen Kofferraum übrig zu lassen für die täglichen Einkäufe. Für die europäischen Verhältnisse wurde er sogar noch etwas angepasst, rund 5 cm länger und breiter gemacht. Und von außen sieht man es ihm überhaupt nicht an, dass er einen Elektromotor hat. Von außen macht der iMiV einiges her und von innen? Bei der Anmutung gibt's bis zum Serienstart noch Nachbesserungsbedarf. Ansonsten hat alles Hand und Fuß. Vor allem im Fond überrascht der kleine Japaner mit viel Kopf- und Beinfreiheit. Die Rücksitze lassen sich separat umlegen und bilden eine ebene Ladefläche. Für die täglichen Einkäufe reicht der normale Kofferraum mit über 200 Litern. Ich gebe es ja echt zu, ich bin verwöhnt durch DSF-Motor. Ich darf ja auch ab und zu mal einen Bentley oder Ferrari mit 500 oder gar 600 PS fahren. Also, wie fühlt sich denn nun ein Elektrofahrzeug mit 64 PS an? Es ist echt verblüffend, wie der iMiV am Gas hängt. Gas, kann man das überhaupt sagen? Nee, wie er am Strom hängt, ja. Wie er eben abgeht, wie ein ICE. Von 0 auf 100 übrigens sind 13 Sekunden. Und das ist schon mal eine Sekunde schneller als ein vergleichbar motorisierter Polo. Es ist eben das Drehmoment, das von der ersten Millisekunde an voll da ist. Und das ist wirklich Power. Wahnsinn. Nach einigen Minuten im iMiV hat man völlig vergessen, dass man elektrisch fährt. Nur beim vollen Beschleunigen
kommt wieder dieses ICE-Feeling auf. Da würde jetzt ein Vierzylinder eher dröhnen. Aber meistens hört man in jedem Auto nur Abrollgeräusche, Windgeräusche, die Lüftung, vielleicht das Radio. Also da gibt es wirklich keine großen Unterschiede. Und auf der Landstraße kann man mit dem iMiV wunderbar mitschwimmen. Jetzt kommt die deutsche Königsprüfung, die Autobahn. Also ich muss schon sagen, mein Überholprestige hier im Mitsubishi iMiV ist auf einer deutschen Autobahn nicht allzu groß. Die Bürohengste hängen mir an der Heckschürze und selbst so mancher LKW setzt hier ganz frech zum Überholvorgang an. Aber jetzt gehen wir mal Attacke zurück, Kickdown, juhu! Boah, jetzt schießen wir aber nach vorne von 90 auf 120. Mal schauen, ob ich die Höchstgeschwindigkeit erreiche. Ja, 130. Aber jetzt fällt auch auf, so leise der iMiV in der Ortschaft war, so laut ist er hier plötzlich auf der Autobahn. Wir haben das DB-Gerät zur Hand und messen jetzt mal bei 120. Wie laut ist es hier drin eigentlich? 70,1 dB. Das ist lauter, als ich dachte. Zum Vergleich, in einer Mercedes S-Klasse sind es nur 65. Ein bisschen zu laut für ein E-Mobil. Also irgendwie der Darwinismus auf der deutschen Autobahn, das ist nicht das Richtige für den iMiV. Und wenn ich mir die Ladeanzeige so anschaue, dann wird mir schlecht. Die Anzeige fällt schneller als der DAX. Und dann entsteht dieses Panikgefühl. Wo ist die nächste Steckdose? In Deutschland gibt es derzeit 1500 Elektroautos. 2020 sollen es 2,5 Millionen sein. Jede fünfte Neuzulassung wäre dann mit Strom unterwegs. Bis dahin muss sich aber noch einiges tun. Vor allem bei den Elektrotankstellen gibt es Handlungsbedarf. Momentan gibt es 500, konventionelle über 15.000. Natürlich kann man die Stromer an jeder Haushaltssteckdose aufladen, aber E-Tankstellen haben speziell abgesicherte Stromkreise, um Überlastungen zu vermeiden. Starkstromanschlüsse bieten zusätzlich die Möglichkeit zur Schnellladung. Der iMiV schafft 80% in 30 Minuten. Also die Autobahnfahrt hat uns ganz schön viel Saft gekostet. Aber Daniel Durchschnitt ist endlich im Großstadtdschungel von Frankfurt angekommen mit dem iMiV. Und genau hier gehört das Auto auch hin. Mit seiner Übersicht, mit seiner Handlichkeit. Und eben für den Fahrer das tolle, gute Gewissen, dass während alle anderen auch hier im Stau stehen und sinnlos Benzin verbrennen, wir mit null Emissionen unterwegs sind. Das wäre schon schön, wenn das alle so machen würden. Ah, herrlich. Der Platz vor der Alten Oper in Frankfurt. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Würden die Leute wirklich 34.000 Euro für ein Elektromobil von Mitsubishi ausgeben? Das finden wir jetzt gleich heraus für Sie. DSF-Motor-Moderator Wolfgang Rother ist heute mit dem ersten serienreifen Elektroauto in der Frankfurter City unterwegs, dem Mitsubishi iMiV. Da macht einer schon die ersten Fotos vom iMiV. Elektroantrieb aus Japan, Marke Mitsubishi. Ihre Meinung? Sieht gut aus, ich bin Smartfahrer, erinnert mich ein bisschen an den Smart. Eine gute Idee, klar. Das ist die Zukunft, das wird kommen. Finde ich erstmal gut, weil es wahrscheinlich auch billiger ist. Für die Umwelt an sich auch erträglicher. Ich finde das eigentlich ganz gut mit den Elektromotoren und so. Für die Stadt ist das ja optimal. Ach ja, das sieht ganz lustig aus auf jeden Fall. Wie viel Kofferraum hat es denn? Das würde mich interessieren. Genügend für die täglichen Einkäufe. Kinderwagen würde man auch reinkriegen, wenn man umklappt. Aber was Sie jetzt noch nicht wissen, der hat Elektroantrieb mit null CO2-Emissionen. Das finde ich sehr gut. Und wie funktioniert das Ganze dann? Also wie kann man sich das vorstellen? Einfach Gas geben. Einfach Gas geben. Sehr schön. Würde Ihnen eine Reichweite von 144 Kilometern pro Tag reichen? Denn danach muss das Auto wieder an die Steckdose. Zum Einkaufen, shoppen gehen reicht's, glaube ich. Wie viel würden Sie denn ausgeben für Elektroantrieb mit null CO2? Vielleicht 12.000? Ja, preiswert müsste schon sein. 13.000, 14.000, 15.000. In Japan kostet er 34.000 Euro. Oh, das ist ein Haufen Holz. Der wird es schwer haben, ja. Man kriegt schon größere Autos für das Geld, denke ich mal. Über 20.000 ist da, glaube ich, 25.000, glaube ich, utopisch, ja? Weil der misst sich ja mit dem Smart.